Naja, das ist letztens passiert. Fontänenwidmung. Na, das ist ja super interessant. Mann, wem wurde diese Fontäne gewidmet? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Wir gehen mal weiter. Und so geht es jetzt weiter. Steht irgendeines der Artefakte mit den Glockenmorden in Verbindung? Das müssen wir jetzt herausfinden und damit willkommen zurück zu Murdered Soul Suspect. Okay, wir müssen Antworten finden. Let's do it. Wir haben keine Hinweise. Okay, erstmal Hinweise suchen und dann die Antworten. Das ist ganz klar. Wir müssen das ja peu à peu machen, ne? Schritt für Schritt. Immer schön der Reihenfolge nach, ne? Guck mal, was ist das denn? Wir haben hier eine wichtige Nachricht. Was sie sagt? Keine Ahnung, sie ist aber super wichtig. Ein Bild von einem, du weißt schon, Folterinstrument fokussieren. Was haben wir hier? Kristallkette, Kette mit Medaillon, Plakette. Was macht diese Geräusche? Diese Kristallkette? Verzeihung, es wird für immer dir gehören. Schande über dich, Bridget. Dein vermeintlicher Kontakt zur Geisterwelt wird dich noch in die Verdammnis führen. Oh nein, Rachel. Warum denn Rachel? Medien für Hexen gehalten, okay. Gut, das ist natürlich jetzt ein Ding. Dann ist ja Joy auch eine Hexe. Eine böse Hexe, da draußen ist irgendwas, guck mal. Oh, wir können diesmal alles von überall einsammeln. Wir sind nicht auf einen Raum begrenzt, beschränkt meine ich. Wir können überall hingehen. Das ist super. So, verstecken. Was haben wir hier? Notrufe. Oh, ein altes Telefon. Oh, oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. Navigation. Mhm, okay. Kompass. Häuschen. Eine Kanone. Bürgerkrieg. Alles sehr interessant, wenn du mich fragst. Hast du hier irgendwas gefunden, Joy? Irgendwas Wichtiges? Ich weiß ja nicht. Ein Bild? Das war doch Baxter. Der war im Museum. Hey Kleine, du musst dieses Bild für mich hochheben. Es heißt die gehängte Hexe. Gruselig. Es ist das Symbol des Mörders. Okay, Symbol im Gemälde. Auch interessant, okay. Bringt mir das irgendwas? Keine Ahnung. So, hier drüben gibt es bestimmt auch noch irgendwas zu sehen. Guck mal hier. Nee. Hier aber, guck mal, ein Anker. Steckt fest. Was soll das jetzt heißen? Keine Ahnung. Was ist das hier? Keine Ahnung. So viele Fragen, Mann. Auf die es keine Antworten gibt. Okay, hier dürfen wir nicht hingehen. Das ist auf jeden Fall außerhalb des Bereichs. Hier gibt's nichts. Wir haben gerade mal die Hälfte der Hinweise gefunden, also ein bisschen über die Hälfte. Aber irgendwie scheint es so, als wäre es das schon gewesen jetzt. Antworten finden. Steht irgendeines der Artefakte mit den Glockenmorden in Verbindung? Natürlich, das Gemälde auf jeden Fall. Wo ist das Gemälde? Hier. So, zwei weitere. Navigation, irgendwas davon. Das auf jeden Fall. Gemälde zum Hexenprozess. So ist niemand gestorben. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Okay, und was hat Baxter damit zu tun? Was hat Baxter getan? Was sollte das, Baxter? Okay, hier können wir rausgehen, aber das sollten wir erstmal nicht tun. Oh, da liegt was, guck mal. Sammeln. Mittelalterliches Hexenbuch. Informationen. Der Maleus Maleficarum oder Hexenhammer. Herausgegeben, 1487 argumentierte für die Existenz von Hexen, deren Natur und Ursprung ihrer Kräfte und wie sie am besten zu verfolgen seien. Na, das ist ja interessant. Zurück ins Restauratorium. In den Restroom. Oh, hier ist ein kleines Kind. Warum auch immer, warum sitzen das hier? Ist ja gruselig, Mann. Ich will sowas nicht. Was ist denn das hier? Ansehen.
Wein. Wein hat nichts damit zu tun, schätze ich mal. Was ist das hier? Ein großes, großes Fass, das man nicht zuordnen kann. Ein kleines Fass vielleicht? Nee, auch das nicht. Hier haben wir alles gesehen, schätze ich mal. Oder hier? Ach komm schon, hier ist noch was. Guck mal, ein Buch. Nee. Liste der Angeklagten. Aha. Und da ist noch ein Hammer. Urteil. Wir brauchen noch irgendwas zum Vertrag. Keine Ahnung was, aber irgendwas. Hier gibt's nichts. Doch hier, guck mal. Details. So, Salems übersinnliche Geschichte. Rose Campbell. Kindermedium. Grauenhafte Entdeckung. Okay, cool. Das steht auf jeden Fall in Verbindung. Das können wir nochmal hinzufügen. Guck mal, diese Zeitungsartikel. Was noch? Keine Ahnung. Schiffsanker auf keinen Fall. Gemälde zum Hexenprozess. Medien für Hexen gehalten. Vielleicht das hier. Vielleicht das. Ja, Tatsache. Er jagt also Medien, weil er sie für Hexen hält. Das ist Irrsinn. Kenne ich jemanden, der sich für Medien interessiert? Baxter. Baxter, welches verdächtige Verhalten hat Baxter während des Falls gezeigt? Zum einen... Warte mal, Baxter versteckte das Buch. Baxter sucht das Mädchen. Und, Klassenfoto, Baxter im Museum. Und warum ist Baxter darin verstrickt? Er wurde mit der Degradierung abgezogen. Wir haben das Symbol des Mörders. Wir haben einen Verdächtigen. Wir sind fast am Ziel. Und nicht einen einzigen Schritt näher an meiner Mom. Wie gesagt, die Welt braucht nicht noch eine Heulsuse. Weißt du was? Du kannst mich mal. Du verstehst das nicht. Ich versteh's nicht? Meine Frau wurde vor 3 Jahren ermordet. Sie ist ins Licht hinaufgeschwebt und ich stecke hier mit einem zickigen Teenager fest. Oh. Deine Mutter versteckt sich seit wann? 2, 3 Tagen? Hä? Und ich garantiere dir, wir finden sie. Wenn ich versage, wenn wir versagen, werde ich Julia nie wiedersehen. Niemals! Wir versagen nicht. Ich brauche keinen Cheerleader. Tut mir leid, ich wusste nichts von dir. Ja. Hör zu. Wir müssen nach dem handeln, was wir wissen. Geh du zur Kirche. Zur Kirche? Wo gehst du hin? Baxter ist unser Hauptverdächtiger. Ich muss in seine Wohnung überprüfen, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat. Vermutlich keine gute Idee, als Flüchtiger einen Korb zu besuchen. Gut, wir sehen uns später. So, was mich jetzt aber auch wundert, ist, dass Joy in dieser winzig kleinen Stadt niemandem auffällt. Ich meine, hier laufen nur 2 Leute rum und ganz viele Polizisten, also... Wie kann sie sich hier lang bewegen? Das geht doch eigentlich gar nicht. Da ist noch was zum Aufdecken. Wuhu! Oh! Nee! Uno momento, por favor. Wir müssen nach unten. Geht nicht. Mist, wir müssen da lang. Okay, verstecken. Leckt ein bisschen. So, du altes Monster. Oh, du kommst zu mir, was? Warten wir mal, bis es sich umdreht und dann hau ich dem aber hinten eine rein, du. Ganz ehrlich. Dreh dich um. Ich hab dich. Okay, cool. Habe ich vielleicht ein bisschen Glück gehabt gerade?
Oh mein Gott. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich echt nicht gesehen, was? Gehst du jetzt da durch? Durch die Wand? Oh Mann, ich hätte dich kriegen können. Okay, wir warten jetzt kurz noch hier, denn sind noch zwei Dämonen, die wir vernichten können. Aber ich glaube nicht, dass wir das hier tun. Oder doch? Naja, nicht zu diesem Zeitpunkt. Das ist einfach mal nicht drin gerade. Guck mal, die sind da an einem Fleck. Das passt gerade nicht so gut. Komm mal zurück, Boy. Genau so, Mann. Okay, wenn der also wieder auf dem Rückweg ist, dann hole ich ihn mir, diesen blöden Dämon hier. Was soll denn das? Dreh dich um. Ich hab dich! Okay, gut, was machen wir mit dem anderen jetzt? Da müssen wir uns teleportieren. Dreht er sich auch um? Ja. Oh, nee! Nee! Oh, Gottes Willen! Oh mein Gott, was war das denn gerade für ein unglaublicher Mist? Bitte geh weg! Bitte geh weg! Bitte geh... Oh, danke! Oh, ho, ho, ho. Na gut, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ist echt gerade nicht so einfach. Der ist jetzt wieder da hinten, ne? Wie komme ich denn da hin jetzt? Sag mal. So komme ich da auf jeden Fall hin. Der muss sich kurz umdrehen. Noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter, ein bisschen weiter und... Oh, komm schon! Mann, wie komme ich denn an diesen scheiß Dämonen ran? Das gibt's doch nicht. Okay, kurz warten, kurz warten, kurz warten. Dämonen kommen, Dämonen kommen. Nee, 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 nee. Oh, danke. Oh Gott, ich hasse diesen Scheiß gerade sehr, ne? So, jetzt aber. Das hat echt lang gedauert. Es tut mir auch ein bisschen leid. Aber so ist das nun mal hier, so ist das. Ansonsten gibt's hier nichts zu sehen, oder? Wir haben doch jetzt alles mitgenommen. Die Dämonen sind tot. Wo muss ich hin? Keine Ahnung. Ich muss hier rein. So. Okay, second floor. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier einfach nur raus. Es ist furchtbar. Kommt der Zug noch lang? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist der Zug noch da? Nee. Der ist angehalten. Oh, hier ist noch was. Guck mal. Plakette der Geschichte der Hexenprozesse. Oh, geil. Kommt hier noch ein Zug durch? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er hier durchkommen könnte. Gehört, dass gerade noch was passiert ist? Etwas Schlimmes. Jemand hat mir von einem Mord erzählt. Nein, das ist gerade eben erst passiert. Die Polizei flippt völlig aus. Was ist passiert? Keine Ahnung. Klingt aber ernst. Was ist denn passiert? Ja, das ist die Frage, Mann. Was ist passiert gerade? Oh, wer ist das denn? Hallo? Ich erinnere mich an einen hellen Lichtblitz. Und dann nichts.
Okay. Schön, freut mich für dich. Ich muss hier weg. Ich muss hier dringend weg. Wie komme ich hier raus? Besitzer greifen? Oh, warte mal, was ist das denn? Ronin Trift Rex. Warte mal, kann ich da durch? Nee. Bleib höflich. Bleib schön höflich, ich möchte hier durch. Warte mal, wir machen das mal. Kann mich nicht durchteleportieren. Ich muss den anderen Weg nehmen. Oh, Mano. Dann halt hier lang und raus. Ich habe genug gesehen in diesem verdammten Museum. Wozu die Eile, Jungs? Wo wollt ihr hin? Ach, nein, nein. Okay, verlasse das Museum, läuft. Begib dich zur Kirche. Läuft auch. Wir müssen da lang. In 50 Metern finden wir die Kirche. Ja, die ist ja genau da vorne. Das ist ja der Witz. Alles ist genau nebenan. Komme ich hier durch die Mauer? Natürlich komme ich das, natürlich. Hallo Kirche. Oh, warte, ich muss da weitergehen. Diese Mauer können wir auflösen, ne? Wie war denn das? Entfernen. Da liegt noch was. Was ist das? Ein Hinweis? Unsere kleine Stadt. Bla. Weißt du was? Interessiert mich gar nicht, Julia. Unsere kleine Stadt ist echt ein bisschen komisch und seltsam und ich will hier gar nicht wohnen. Warum ziehen wir nicht endlich mal um? Was ist das? Verstecken. Okay. Nichts Wichtiges. Wir müssen hier lang und dann da rum. Und da ist die Kirche. Supidupi. Und schon wieder sitzen hier ganz, ganz merkwürdige Leute. Was könnte der denn denken? Irgendwas bezüglich Hexen? Mal sehen. Aus einem Fenster geworfen. Wie furchtbar. Na gut, könnte auch eine Hexe gewesen sein. Wer weiß, Mann, wer weiß. So, auf zur Kirche. Mann, die ist ja echt doch gar nicht so nah dran. Aber ich sehe sie doch schon. Da hinten. Mensch. Hier lang, dann durchs Tor. Oh, wir müssen so die Umwege in Kauf nehmen. Es ist krass. Das ist aber gar kein Weg, den ich gehen kann. Der führt mich gar nicht weiter, oder doch? Wenn wir jetzt... Oh, warte. Katze, na was geht, Katze, yo! Ich wollte eigentlich das machen hier. So, noch 10 mehr. Katze, wir werden mal ein bisschen rumlaufen jetzt. Und gucken, ob du mich irgendwo hinführen kannst. Da jetzt nicht unbedingt hin, komm schon, es gibt doch bestimmt einen Weg hier. Ja, da geht's hoch. Da geht's hoch. Und jetzt bin ich hier, kein... Oh Mann, was soll denn das? Dann da lang. Dann da hoch. Oh mein Gott. Zieh dir das rein, Katze. Oh, warte, warte, warte. Und dann hier hoch? Nee, da hoch. Ah. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall hier oben drauf. Ist ja der Wahnsinn. Nur für das Teil? Ernsthaft? Ich glaube nicht. Es geht bestimmt noch weiter. Los, Katze! Spring da rüber oder was? Was weiß ich? Na gut, das funktioniert nicht. Wir können eigentlich rausgehen. Von dieser Katze haben wir nicht so viel zu erwarten. Warte mal, kann die hier durchgehen? Gibt's hier vielleicht einen Weg drüber? Nee. Mann, wie komme ich denn zur Kirche, verdammt? Hier komme ich nicht durch. Es muss einen anderen Weg geben, einen anderen Weg. Zum Beispiel hier lang. Die Straße entlang. First Salem Bank. Naja, könnte funktionieren. Farmers Market. Über den Spielplatz, der echt creepy ist, wenn du mich fragst. Da liegt noch was, guck mal.
Der Tag, an dem wir uns kennenlernten. Okay, warte mal, das können wir uns mal durchlesen. Ich erinnere mich immer noch an das erste Mal, dass ich ihn sah. Roland hatte diese schurkische Angeberei und ich gebe zu, das gefiel mir. Aber was mir noch mehr gefiel, war das Herz unter der Fassade, das er nicht verstecken konnte. Er war ein Typ aus einer üblen Gegend, aber es hatte ihn nicht so abgehärtet, wie er vorgab. I understand. Ich tue also nur so, sagst du? Na gut. Wie komme ich denn dahin, verdammt nochmal? Was ist denn mit dieser verdammten Kirche los? Ich muss doch einen Weg dahin finden können. Oh, da liegt noch was. Zeitungsartikel Nummer 2. Gut, da kam also ein Krankenwagen direkt unter meinem Fenster vorbei. Er war gar laut und eindrucksvoll und hat ein bisschen gedröhnt in den Ohren. So, geschafft. Jetzt geht's hier lang. 104 Meter bis zur Kirche. Hier war ich doch schon mal, Mensch. Ja, genau. Der Weg ist jetzt klar. Also, das haben wir geschafft. Die Kirche ist unser nächstes Ziel. So irrten wir also kopflos durch die Stadt auf der Suche nach der Kirche und die haben wir jetzt auch gefunden. Sie liegt direkt vor uns und was wir dort erledigen müssen, beziehungsweise was wir dort finden, das werden wir in der nächsten Episode erfahren. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und wenn es dir gefallen hat, dann lass doch einen Daumen da oder sowas. Also einen Daumen nach oben. Keinen menschlichen Daumen, das wäre irgendwie ein bisschen ekelhaft. Und bis es weitergeht, mach dir noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüssi!